Hallo und willkommen zur nächsten Folge von The Forest. Und ja, es ist gerade ein bisschen was passiert, aber ich habe gemerkt, dass ich nicht aufgenommen habe. Also eigentlich ist nichts besonders Wichtiges passiert. Aber der Flo ist nämlich, als wir ins Spiel gegangen sind, in der Höhle gestartet, denn er hat beim letzten Mal nicht hier gespeichert. Dann war ich kurz ein bisschen allein, habe die Mauer fertig gebaut. Das wollte ich euch auch nochmal zeigen hier. Also außer dieses Endstück hier, aber das ist glaube ich nicht so wichtig. Ist jetzt von hier hinten die Mauer einmal bis da ganz hinten rum fertig gebaut. Und dann hier ja eben nochmal um das Baumhaus so eine kleine Mauer. Also mega nice, haben wir richtig viel Arbeit gehabt. Aber wir haben es jetzt mit der Zeit geschafft. Und dann hat der Flo gesagt, dass wir uns heute wahrscheinlich um die moderne Axt, also um die verbesserte Axt kümmern. Denn die rostige Axt hier ist nicht die verbesserte Axt. Es ist einfach eine bessere. Ja, was denn? Essen, ich habe nochmal Essen drauf. Okay. Das ist nicht die verbesserte Axt, aber ist auch eine okay Axt. Also es soll ganz okay sein. Wir holen uns jetzt aber die richtige, die verbesserte Axt, die wir uns schon länger herholen wollten. Wir gucken jetzt einfach mal ein bisschen, wo ungefähr diese Axt sein sollte, wo sie ungefähr sein sollte. Und dann gucken wir da eben selber nach, wo genau die ist, ob die da ist, und bekämpfen die ganzen Gegner. Und ich hoffe, dass wir die am Ende der Folge erfolgreich geholt haben. Let's ja, go. Und ich will auch noch kurz was sagen, nämlich danke an Minecraft Bro, der wurde in... Genau. Nützlichen Kommentar geschrieben hat, da wo er gesagt hat, was wir noch unbedingt brauchen sollten, holen sollten, bevor wir zum sozusagen Endboss gehen. Ja, bevor wir uns Timmy holen, also unseren Sohn, den wir zu zweit, ja, ja, gut, ja, auf jeden Fall, bevor wir da hingehen, da hat er uns noch ein paar Tipps geschrieben. Ihr könnt gerne immer noch weitere Tipps uns auf jeden Fall mal in die Kommentare schreiben, was wir uns auf jeden Fall noch holen sollten, was noch wichtig wäre, bevor wir zu Timmy gehen, zum Endboss. Ein paar Tipps fürs Spiel, wenn ihr euch auskennt, wäre immer hilfreich. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir aber los. Also, ich habe nachgeguckt, in welcher Höhle die moderne Axt sein sollte. Ich habe nicht geguckt, wo sie steckt oder wo sie ist oder sonst was. Welche Höhle, ja. Genau, und ich habe jetzt auch nicht den Weg genau im Kopf. Ich weiß nur, kennst du noch, wie soll ich das sagen? Ja, sag, ich kenne... Beim Strand. Warte, Strand. Ich habe auch... Ah, bei dem, wo wir die andere Höhle gesucht haben. Genau. Und hier, Hilfe! Da, hinter uns, drei Stück! Ja, die gehen weg. Sie dann weg. Perfekt, dankeschön, tschüss. Jetzt habe ich voll erschrocken, auf einmal schreit hier so einer rum, ey. Ja, aber ich bin dem Hasen in die andere Richtung hinterher gerannt, aber okay. Ich wollte auch nur zum Strand. Ja, ich sag's ja nur. Oh, neuer Eintrag auf der To-Do-Liste. Oh mein Gott, hier hängen einfach schon instant Menschen. Sieht sehr gesund dann aus. Warte kurz, ich mach eine Fackel. Ich darf nicht vergessen aufzuhellen. Das hatte ich in der letzten Folge vergessen, Leute. Ich habe da ein bisschen schnell geschnitten. Es war auch spät abends. Halbe Menschen. Meine Lieblingsmenschen. Oh, Geld. Geld. Ich weiß gar nicht, für was das nützlich ist, aber okay. Geld. Ah, Mann, Uhr. Hilfe! Ach nein, ich hab den... Oh, Mann, oh. Ja, ich hör was. Nichts, oder? Alter, da waren gerade... Richtig böse Geräusche. Böse? Richtig böse. Oh! So, das ist was. Ja, das war nur ein Muluk. Ja, da ist so ein Vetter. Ein Vetter? Ja, der was unser Haus zerstört hatte damals. Ach so, ich dachte, dieser Vetter. Nee, das ist deine Mutter. Warte mal, Dynamit, Leuchtfackel. Hier ist er, rechts unterm Felsen. Ja, rechts unterm Felsen ist der Muluk. Warte mal, wie macht man nochmal, wie macht Molotow. Man nochmal Molotow? Alkohol und... Stoff, Molotow. Stoff? Ja. Okay, warte, dann... Das Ding ist, ich hab halt keinen Stoff mehr, ne? Ich hab keinen Stoff. Ich mach ein paar Molotows, du musst keine Molotows machen. Ich mach die schon. Wo sind die denn? Rechts sind die, glaube ich. Also, wo ich das letzte Mal geguckt habe, waren die rechts. Ich meine, jetzt kann ich nicht gucken gerade. Schlecht. Also ich habe jetzt 1, 2, 3, 4, 5 Molotows. Ich nehme jetzt direkt mal einen in die Hand. Ich will da nicht runter. Ja,
Ja, da rechts. Alter, sind hier viele. Ich sehe nur zwei. Drei Stück. Und den fetten. Zwei kleine und einen fetter, ja, ja. Okay, und wie machen wir es? Diese Leuchtfackeln, die da sind... Da ist der fette. Ah, aber wir müssen erst runter, da kannst du schon eine auf drüber. Ja, ich probiere es, aber ich bezweifle. Oh, doch. Geh runter, 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 runter. Ja, ich... Da sind vielleicht noch zwei andere, ja, ne? Ja, ich weiß. Gehst du mit runter? Ja, warte, ich muss Katana. Dann geh ich... Ich fall! Ah! Hilfe! Ja, ich schlag mit rein, ich schlag mit rein, ich schlag einfach mit rein. Ich bin fast tot, ich bin tot. Ich auch. Wir sind beide jetzt tot. Ja, wir müssen neu starten. Nein, nein, nicht neu starten, dann hast du gar nichts mehr. Ja, nein, ja, zurück zum Hauptmenü halt. Okay, also. Warte, ich werf erstmal eine Leuchtfackel. Okay. Ja. Alter, wie schießt die denn? Du kannst nicht mal so weit runter aimen, ne? Dass du die triffst. Warte mal. Doch, doch. Wenn du am Rand stehst, schon. Habe ich ihn getroffen? Oha, wo schießt du denn hin? Nee, ist egal, dann probieren wir es mit Dynamit, wenn der Fette da ist, aber... Der Fette... Guck mal, wie der... Der ist da. Ah, der ist tatsächlich warte, da. Warte, wo habe ich Dynamit? Warte. Wo ist denn das? Ich rüste aus. Wo ist denn das? Ey, wo ist das? Ah, das sind jetzt schon drei. Ach, hier ist es, hier ist es. Oh mein Gott! Ich sehe nichts mehr. Warte, ich zünd an. Das ist ein bisschen... Das hittet ihn aber übel. Hilfe! Ich fall gerade runter. Ich hab geworfen. Wir haben ihn schon dreimal gehittet jetzt. Ich werf nochmal. Der ist down. Er ist down! Er ist down, als ob das geklappt hat. Ja, guck, sag ich doch, Alter, Dynamit ist. Okay, warte, dann pack Katana. Hast du Schaden bekommen, wo du runtergelaufen bist? Nee, aber ich hab Luck gehabt. Ja, dann lauf hier runter, Alter. Nein, hier kann man easy runterlaufen. Oh mein Gott. Das sind Babys. Dann mit der Leuchtpistole reinschießen, das funktioniert ziemlich gut. Komm, töte doch, die sind One-Hit. Oh, nein, das ist Verschwendung. Du musst mit der Katana nur einen Hit machen. Oh, du. Der hat mich angesprungen. Also... Ja, mit Katana One-Hit, aber auch mit Leuchtpistole One-Hit. Ja, aber das ist doch Verschwendung, wir haben nicht so viel. Das sind nur drei Stück jetzt noch. Die springen mich aber an, ich kann das nicht. Du musst ja ausweichen, was bist du denn? Guck. Hier liegt übrigens Stoff für dich gleich. Ja, hab ich ihn getroffen? Nein, du triffst nix. Mach wieder Fackel, weil hier lag Stoff, glaube ich, hier hinten. Zurückgehen sollst. Da ist, Alter, die Spinne. Da ist eine Spinne. Da okay. Vor dir, geh nicht hin. Die kommt. Oh! Die kommt. Und jetzt? Und jetzt? Holst du die Gun raus und brennst sie an? Oh mein Gott. Hab sie, Alter, ist die groß. Angewonnen. Die rennt weg. Wo ist rennt er? Weg. Junge, ich sehe halt nicht, wenn ich schieße, ne? Wenn ich schieße. Oh, du hast sie angewandt. Nice, nice, nice. Nochmal. Nein. Ah! Rennt wieder weg, glaube ich. Ne, die kommt. Brenn weiter, brenn weiter, ja. Nochmal. Achtung, sie ist da. Geh weg. Ich sehe sie weg. Nicht. Geh weg! Die ist vor dir, bist du blind? Ja, es ist sau dunkel. Und du sagst du mir, ich bin blind. Wow, das TNT explodiert einfach nicht. Danke dafür. Das ist nicht angezündet. Aber Dynamit ist gut, das ist wichtig. Die ist so fett, ich glaube schon, wenn es explodieren würde. Das explodiert aber nicht. Was machst du denn? Ich zünd's an, das war eindeutig an. Wir boxen jetzt K.O. Komm. Nein, Junge, bist du irre? Bist du irre? Wo ist die denn? Warte, ich nehme es Katana. Du bist so irre. Wir können. Oh! Alter, die springt! Natürlich springt die! Du bist so irre. Komm. Oh mein Gott. Zünd's an! Ich kann grad nicht, ich hab's nicht ausgerüstet. Da kommt Muluk. Den Muluk killen wir schnell. Ist kein Problem. Wir müssen weg, die springt sonst auf uns. Aber jetzt den Muluk. Okay, weg, der ist tot. Warte mal, ich guck auch mal Dynamit. Lock die mal ein bisschen an. Da hinten ist noch ein Muluk. Und wo ist die? Ah, ich zünd an, Die kommen.
Du hast es ins Wasser geworfen, das darf nicht ins Wasser. Ja, meinst, ich sehe von hier was. Ja, nee, aber. Ja, komm, dann lass drauf jetzt, da ist nur Wasser. Wir killen die aber niemals. Willst du nicht erst speichern irgendwo? Scheiße, ich habe keinen Schuss mehr. Wir killen ihn nicht. Ich würde gerne nochmal speichern. Okay, dann komm. B. So. Unterkunft hier. Das Ding ist, dann können wir nämlich ausprobieren. Speichern, nicht schlafen, nur speichern. Dann können wir die ganze Zeit ausprobieren. Und wenn wir sterben, sind wir sowieso wieder hier. Okay, dann Katana und ja, drauf. Ja, eben, das ist die beste Taktik jetzt. Das Beste, was wir jetzt sie? Machen. Da, vor dir, vor dir, vor dir, vor dir, links, im Wasser, im Wasser. Die ist weg. Die ist... Alter, wie die läuft. Drauf, drauf, drauf. Hä, die ist gar nicht so groß. Ja, aber die ist scheiße stark. Wenn nein. Die trifft doch, da ist doch der Mono. Ich bin tot. Ja, noch nicht ganz. Ja, nicht ganz. Danke. Ich habe keine Ausdauer mehr. Ja. Ja, jetzt bin ich tot, danke. Du rennst einfach nein, weg. Nein, ich musste kurz einen durch. Schritt zurück. Ja. Ja. Lol, ich wurde gefressen. Ja, ich hab's gemerkt. Ich weiß nicht, ob es jetzt immer noch den Damage hat. Von vor. Den Damage. Von vor, ja, den Damage, ja. Komm doch. Sagst du es? Komm doch. Da liegt Aluhol. Was, wo? Ja, aber ich kann nichts mehr aufsammeln. Scheiße, jetzt ab. Du bist doch der größte Spasti, Alter. Hä, ja, war das Tuch da jetzt noch dran? Ja. Ja, die rennen halt wieder rein. Aber sieht das ekelhaft aus. Idiotitten. Die hat zwei Gesichter ineinander. Er ist die behindert? Oh, jetzt hat sie es gemacht. Rein. Ich bin Alter, fast tot. Die schlägt so. Aber die brennen dann. Ja, ist mir bewusst. Die geht ins Wasser, aber. Na. Da ist Muluk. Also aua! Da sind zwei Muluks. Ja, mach du den Muluk. Da sind zwei Muluks. Mach du den Muluk. Meine schlägt viel zu langsam. Wo ist die Spinne? Ach, da oben. Die backt, glaube ich. Oh mein Gott, ich bin tot. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Die Muluks kommen auch wieder. Die nerven gerade richtig hart. Die Spinne hat mich fast gekillt. Ich bin fast tot, ne? Ja, ich auch. Ich habe ihn nicht. Ich bin fast tot. Ich brauche Medizin. Aber ich kann mich nicht zurückziehen. Ich habe schon einen grauen Bildschirm. Komm, geh zurück, geh zurück, Medizin, geh zurück. Warte. Ich hab gegessen. Oh, der kommt. Ah! Ah, Hilfe! Beide gehen auf warte, mich. Warte, ich erinnere gerade. Ah, ich bin tot fast. Ich bin tot. Warte, ich gehe rein zur Spinne. Ich habe keine Medizin mehr. Ich habe keine Medizin mehr. Ja, das ist gerade richtig blöd. Echt? Ja, ich habe wieder grauen Bildschirm. Aber ich regeneriere noch. Diese Muluks, ne? Typ ist... Junge, wie viele? Weiß ich auch nicht. Wenn wir die erstmal kriegen, ne? Achtung, Spinne kommt! Er regeneriert so ewig, ne? Das ist unfassbar. Drauf. Ja. Ja, die ist down. Okay, speichern. Zurück. Ich kann nicht rennen. Hä? Die Muluks kommen hinter uns her. Okay, ich hab gespeichert. Ich kann nicht rennen. Der kommt! Der ist einfach umgefallen und wieder aufgestanden. Ja, weil ich vielleicht los, gespeichert habe, ich weiß es nicht. So, meine Freunde, wir speichern jetzt hier nochmal ab. Denn anscheinend ist das die Fallhöhle. Hier ist anscheinend keine moderne Axt, weil hier geht's nicht weiter. Es gibt nur noch einen anderen Gang, aber da soll die anscheinend auch nicht sein. Wir werden allerdings in der nächsten Folge, und sorry, wenn die Folge ein bisschen kürzer ist, ihr wisst, ich bin noch ein bisschen krank und ich habe nicht so viel Zeit und Lust aufzunehmen. Wir werden in der nächsten Folge gucken, dass wir diese Höhle hier fertig erforschen. Ob wir jetzt noch was finden, weiß ich nicht. Aber wir werden die einfach fertig erforschen. Deswegen haben wir jetzt hier mal abgespeichert. Und dann werden wir nächsten Donnerstag, also in der übernächsten Folge, dann wieder auf die moderne Axt gehen und die dann eben suchen. Ich würde sagen, wenn euch dieser Part trotzdem gefallen hat, dann lasst mal eine positive Bewertung da. Haut rein, bis dahin und schaltet am Samstag wieder rein.
Ciao, ciao. I don't really do this, but Bruce G be the dude to remove the bluff. Big chick wanna talk like she knew what's up. Every time I step in, they say who the what, the where, the how, blind, smear the ground. My chick 10-10, she can stare the sound from miles away. Hello, felt kinda, now goodbyes, feel like a title.